locken in die Lava. Wir locken ihn in die Lava. Ja, ich muss nur aufpassen. Lava. Das sind zwei Fungibäste. Die Lava locken sie. Das ist ja quasi so zu Donner. Ich komme mal zu euch rüber. Ja, das ist Lava. Ja, mach das. Ich bleib hier allein. Ja. Ich guck, wir gehen mal gucken, was sie da unten hinten treiben. Übrigens, willkommen zurück zu PixArk. Okay. Jetzt. Platz? Jetzt. Das sind zwei. Ja, da hängt zwei in der Wand. Und Gott, der Werwolf hat überlebt. Hat Tatsache überlebt. Das ist da hinten wieder rausgerannt. Warte mal, ich zieh nochmal in die Lauer. Hey. Ich glaub, der Werwolf kommt mit. Warte mal, wo den hab ich jetzt gerade nicht. Ich glaub, den mal nieder. Ja, komm her, du kleiner Schweinehund. Oder schlag du auf den ein. Schlag auf den ein. Ich kenne da gar nichts, ey. Aber die sind voll stark. Die sind richtig stark. Ja. Was? Aber es geht. Die können über in der Lava laufen. Mehr Schaden. Du machst mehr Schaden. Also, aber du bist ja vom Level ziemlich hoch. Ach stimmt, ich kann ja auch heilen, aber dafür brauche ich stehen. Muss ich stehen, glaube ich, ne? Dann kann ich doch, glaube ich, irgendwie so einen Pups machen. Oh Gott! Kannst du heilen. Oh, das hat wehgetan. Ja, der haut, wenn der einmal zuhaut, ist der ist mega. Der hat, wie viel hat er gemacht? 160? 20? 120. Ja. Komm schon. Ich glaube, die Bestien haben sie da verpackt sogar. Ja. Ich glaube, die können da gar nicht raus. Ich versuche nur mein Glück. Sogar ein Liebespaar. Tod! Tod! Tod dem Werwolf. Also, ich krieg die von hier nicht angeschossen. Ja, die hängen in der Wand. Da, den ersten krieg ich angeschossen. Ich guck mal. Und was ist drin? Ein Bonehelm, sonst was. Wenn jemand einen haben möchte. Knochenhelm. Ja. Was heißt Steel, Iron, Copper? Iron. Iron. Iron Maiden. So Iron viele Man. Braucht ihr? Das scheint ein bisschen höher zu sein. Zu nah, nicht so nah. Oh Gott, Entschuldigung, ja, so, der lenkt so komisch. Jetzt, der erste liegt. Und den zweiten können wir gleich gar nicht ran, oder? Ups, ey, wo schießt denn der hin, ey? Aber es ist kein Treffer. Nee. Nö. Ich baue den mal ein bisschen an. Ich habe auch keine Pfeile mehr. Ja, ich habe auch nur 13 Pfeile habe ich noch. Ah, mein Drache fällt mir noch. Aber wir haben kein Fleisch mehr. Ich habe genug Fleisch. In meinem. Also Fleisch. Okay. Fairy Dragon. Dann dauert es halt einen Moment länger. Ich habe auch Narcotics dabei. Ich würde den jetzt nicht ausbauen. nicht ganz ausbauen, zum Teil irgendwie nur. Vielleicht kann man jetzt treffen. Von unten. Mal. Von unten. Aber unten ist der Bruder oder die Schwester oder wer es ist. Ja, aber ich habe. Hast du noch Pfeile für den anderen? Hat er mich gerade jemand angeschossen? Nein, ich habe auf dem Dings geschossen. Schweif. Ich habe nur noch 7 Stück. Vielleicht muss ich ein ganz kleines Stück da ausbuddeln, zumindest den Schweif da. Ja, ich habe irgendwie Angst, dass ich da irgendwie jetzt nachher. Dass sich komplett entbuggt. Deswegen. Mal erstmal. Drei. Nee, drei, nicht zwei. Nee, treffen wir immer noch nicht. Gut. Guck mal, wie weit ich den schon ausgegraben habe. Oh Gott, er ist frei! Hilfe. Das ist Level 1, Mann. Was ist denn. Wo ist denn mein. Warum ist mein Griff eigentlich immer unterwegs? Ja, warte wirklich? Mal, dann zieh ich mal den in die Lava. Du das Vieh, ich komm mit. Kannst planschen gehen. Toll, Griff. Sag, komm mit. Ganz toll gemacht. Aber können wir den eigentlich killen, ne? Wow. Hier ist er tot. Guck mal, wie schnell er stirbt. Geblitzdingst. Und? Ja. Kaputt. Auf. Ich geh mal wieder zu Benny. Gegangen. Ja. Oh, willst du schon mal Fleisch anwerfen? Ja, kommt man auch dran. Hallo Benny. Aha, guck mal, ich komme jetzt zu Benny und der schmust schon mit dem. Natürlich. Er ist schon am Kuscheln. Du musst ja gleich wissen, du hast dein Freund ist. Ja, ich versuche das gerade reinzuschmeißen. Achso, warte. Kann ich gleich reinmachen. Kommst du von der Seite? Kommst du. Wie heißt der nochmal? Fungus? Fungus-Biest. Warte, ich bin so. Der sieht aber cool aus. Ich bin mal gespannt, wie schnell der ist und was der sonst noch kann. Warte. Magische Erde. Hallo. Na, jetzt habe ich ihn einmal. Hallo Benny. Guten Tag. Alter. Hallo. Was ist denn hier los? Oh, greif.
Was machst du? Zähmt ihn. Die Blitze sehen schon richtig geil aus, ne? Warte mal, ich hab den Abbaustaub. Kann man damit vielleicht freundlicher abbauen, ohne mehr Schaden? Nee, der macht, nee, der auch, macht auch voll Schaden, ja? Der macht sogar auch recht viel Schaden. Ja. Aber ich bin jetzt auch schon mal raus. Ich wünsche euch noch einen. Wie? Einfach so oder was? Einfach so. Ganz einfach so. Stone verzieht sich da immer in seine Base und kommt einfach nicht mit Sam und auf Tour. Schämlich. Ja, einer muss ja bauen. Einer muss es machen. Also, ich bin ja nicht einfach so fertig. Nicht? Nee, leider nicht. Ich habe keinen Baubot. Viel Spaß bald sehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Da, jetzt müsste ich ihn kriegen. Ja, jetzt von hier unten kann ich. Ja, ist jetzt rausgepackt, ja. Deswegen. Gott, du stehst im Weg. Nein, ich stehe. Was ist, genau ich jetzt mache, Benny? Halt dich hier fest, ich baue mich nach oben. Machst du jetzt einfach ein Loch nach oben bauen? Ich baue jetzt eine richtige Treppe nach oben. Ich komme bestimmt unterm Meer an oder sowas. Und dann mache ich einen riesengroßen Wasserfall. Ich würde aufpassen, wo du rauskommst. Es kann wirklich sein, dass du unterm Meer rauskommst. Ja, cool. Ja, die Chance ist 50-50. So halb. Der Werwolf ist wieder da. Sinn. Brauchst du Hilfe mit Werwolf? Warte. Ich glaube nicht. Der Griff ist eigentlich stark genug. Oder? Naja, es wäre auf jeden Fall angenehmer, wenn wir dann einfach da rausfliegen, als wie wenn wir uns nochmal hier jetzt eine halbe Stunde verirren. Rennt er jetzt eigentlich weg? Wir werden uns nicht verwirren. Wir kennen uns doch. Wir haben doch den Dex. Der uns so gut geholfen hat. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und wenn ich jetzt hier so rausarbeiten kann, ist doch eine coole Sache. Dann. Welche Ressourcen gibt es hier eigentlich unten, die wir oben jetzt nicht unbedingt finden? Die Pflanzen zum Beispiel. Leuchtepflanzen. Leuchtepflanzen. Okay. Ich habe jetzt auch mal welche abgebaut. Die halten aber nicht lange. Im Inventar, ja? Die haben Verfallszeugs oder was? Verfallszeit? Die Donnerdornsamen, die. Kaltlichtgrassamen heißen bei mir zum Beispiel. Und blauer Donnerdornsamen. Ja, die habe ich auch. Und Aerogras. Und blauer Donner. Ja, der blaue Donnerdorn an sich 8 Minuten 42, dann ist das vergammelt. Die halten nicht lange. Was ist, wenn du das Aerogras nimmst? Bist du dann aerodynamisch oder was? Ja, aber wenn ich sie in den. Aerogene Zone. Nicht, oh, nein. Chor, Dings halten die länger im Tierchen. Im Tierchen, okay. Dann pack ich Tierchen halten die um die 7 Minuten. 33 bei mir. Dann packst du mal bei dir rein am besten. Die Samen, eigentlich das Problem. Klappt das eigentlich jetzt auch mal endlich mit den Pflanztöpfen, dass man auch diese Pflanzen in die Töpfe packen kann? Ja, das weiß ich gar nicht. Ging das nicht? Nee, das ging nicht. Das ist das Doofe an sich. Was jetzt mal, haben wir noch eine zweite gefunden. Was habt ihr da eigentlich? Ein Weibchen oder ein Männchen? Männchen. Meinst du, das klappt jetzt? Musst du Benny fragen, der guckt gerade unter den Rock. Ja, ein Männchen. Ja, dann haben wir zwei Männchen. Dann ist es ein Schotte. Weibchen, weil leider das Level 1 aber in die Lava geflumst ist. Wir brauchen unbedingt dieses Transgender-Sputz wie bei. Wie bei der Gaia-Mod. Wie, wie heißt das? Marble? Wo ist Marble normalerweise? In welchem Gebiet? Ich habe hier ganz, ganz viel Marble. Findest du unter der Erde eigentlich öfters mal. Überall eigentlich. Ja. Okay, ich glaube, das wäre jetzt nur in dem einen Gebiet da, wo wir den T-Rex gezähmt haben. Ja, da wird gerade vorgeschlagen, dass ich mir einen Kühlschrank von LG kaufen soll. Wow. Kühlschrank von LG? Was kann der denn? Sprich, quatscht der dich zu? Du kannst den USB-Stick anschließen und den aufladen. kannst du deine Lieder einspielen? Ich gucke jetzt, was der kann. Ich tu mein Essen downloaden. Das ist ja geil. Das wäre echt super. Weil das wäre meine Innovation. Vielleicht hat er ja so eine spezielle Einkaufsfunktion. Weißt du, den Kühlschrank und sagt, was fehlt, du kaufst ein. Das erinnert mich so ein bisschen an Alien, die Wiedergeburt. Da gab es doch. Oh, ich bin voll. Da gab es doch die Szene, wo dieser illegale Händler die Leichen bringt, oder diese Menschen bringt, die dann nachher verfüttert werden an die
als Embryos genutzt werden. Ja. Und dann ist er doch mit dem Colonel, sitzt dann da und will doch was mit ihm trinken. Und dann hat er den Eiswürfel, der Würfel, der dann aufgelasert wird, genau. Und dann hast du einen Drink. Voll geil. Aber dehydriertes Essen gibt es ja. Was kann der denn? Da musst du nur noch Wasser zugeben und dann... Oh, es ist ein edler Kühlschrank. Oh, es ist ein edler Kühlschrank. Also hat er blaues Blut. Edler Saphino Anti-Fingerprint-Oberfläche. Anti-Fingerprint. Also, den wenn du irgendjemand was klauen will, das Saphino musste bekannt aus dem gehobenen Luxus-Fashion-Bereich. Kannst du mir nochmal ganz... Was hat er mit dem Finger? Kann er noch. Du machst keine Schmutztatzen drauf. Okay, der ist nicht schlecht. Einen anderen Kompressor drin, dass der stromsparender ist. Also sowas für Psychomörder, die ihre Leichenteile in die Kühlschränke tun. Ja, dann sieht man die Blutflecken nicht oder was. Naturfresh-System. Keine Fingerprints. Keine Eisbildung und kein Kondenswasser. Aber ich stehe doch auf Smart Kondenswasser. Smart und Smart Diagnosis. Das LG ist echt, Alter, was Smart sagt an der sehr weit vorne. Mhm. Mit dem Smart ThinQ können die Apps auf ihrem Kühlschrank über ihr Smartphone steuern. Wenn sie nicht zu Hause sind, um zum Beispiel die Kühlschranktemperatur einzustellen oder eine schnell gefühlte Situation anzumachen. Hier spawnt einer. Aber warum wollen wir die Kühlschranktemperatur denn ändern? Keine Ahnung. Kommst du mit? Der Wiolf? Der hat einen kleinen Bildschirm, du kannst sogar ändern. Er rennt ja. Aber, Grounded, er kommt zurück. Das Doofe an der Sache ist, Achtung. Wollte ich schon immer auf meinem Kühlschrank Angry Birds spielen. Ah, er ist in der Falle, lass ihn in der Falle. Dann spawnt hier keiner. Hallo, oder wollt das nicht Angry Birds auf dem Kühlschrank spielen? Ja, naja, ja. Also meine, ich kenne einen, der hat einen Toaster, da kann man das. Also ich will nicht wissen, was dein Kühlschrank mit deinem Fernseher bespricht, während du nicht da bist. Ich will Ark spielen auf dem Kühlschrank. Ich habe einen LG-Fernseher und wenn ich so einen LG-Kühlschrank habe, Terminator. Dann wackern sie am Ende zu zweit den Toaster an. Ich hole mir dann noch eine LG-Mikrowelle und dann... Oh, die lässt dann bestimmt dann miteinander. Dann geht's los. Ja, ja, dann ist Weltkrieg, du. Kannst du den Angriff Terminator bei Küchengeräte. Ja, ja, Terminator, Angriff der Küchengeräte. Hallo, Fungus. Herrlich. Pack dich ein. Was? Nein, dann nicht einpacken. Doch. Nein, ich wollte auch erstmal gucken, was er kann. Das kannst du, glaube ich, draußen lieber machen. Kein Sattel. Wo weniger Lava ist. Wo wir auch einen Sattel vielleicht dafür haben. Och Mensch, das Ding wiegt ja nur 100 Kilo. Mensch. Nur. Ist ja voll leicht. Na toll, ich habe den Weg noch nicht rausgebaut. Dann bau weiter. Ich bin noch nicht. Die anderen sind ja noch nicht fertig. Ich kann noch was. Ich musste gerade ein bisschen ausleeren. Kannst du weiterbauen und ich gucke mir weiter Kühlschränke an. Oder? Doch, wie weit ist er denn? Ah, drei Viertel hat er jetzt. Okay. Und. Knapp etwas weniger als die Hälfte runter. Treppenbauteile muss man in das Midi machen oder kann man die so craften? Glaube die kannst du so. Dann mach mal. Ich? Ja du Kühlschrankmensch, du. Denn du brauchst ja auch Stein und so, ne? Wir haben ganz wenig nur. Stein. Komm mal hier die Treppe hoch, hier liegt überall Stein. Ich schmeiß das ganze Zeit aus meinem Inventar. Die kannst du nämlich nicht aus normalen Steinen nämlich craften, brauchst nichts dabei. Das ist gut. Hat jemand eine bessere Spitzhacke, die ein bisschen schneller arbeitet? Ich habe nämlich nur eine Kopper. Oh, was? Ich habe Eisen. Das Ding arbeitet ja langsam hier, ey. Die Steinchen, die du rausschmeißt, weg sind alle schon despawn. Nee. Doch. Ja? Dann gib mir mal deine. Gib mir mal deine Eisen. Raffi, siehst du das, was ich sehe? Siehst du das, was ich sehe? Hast du gedroppt? Über dem. Ja, jetzt habe ich es auch wieder aufgesetzt. Aber hier, guck mal genau rechts über ihm. Du hast die Steine jetzt wieder aufgehoben. Warte kurz. Nee. Doch, ich habe die Steine wirklich aufgehoben. Was ist das denn? Du schmeißt jetzt die Steine genau. Machen wir das jetzt so rum. Siehst du es in der Wand? Und da hast du Ups. Luft holen. Wir haben hier gerade genau über unserer Funkusbestie ist ein Werwolf gespawnt. In der Wand. Glücklicherweise nur in der Wand. Er dreht sich nicht blöd. Das heißt, wir sollten das Ding gleich auf jeden Fall eintüten, schnell. Ja, sicher. Weil er hat mich eben schon angehittet. Und mich auch. Also irgendwann gucken. Aber die haben ja einen relativ großen HP-Pool, glaube ich. Aber trotzdem, das ist... Ich bin ganz froh, dass er da drin ist. Lustig, Dex, ich komme hier nicht weiter. Warum?
Du hast hier eins zu niedrig gebaut, wenn du Treppen baust, kommst du nicht mehr durch. Mein Gott, was hast du für einen riesen Schädel, Junge? Ich bin halt ein Dickschädel. Das hast du gesagt. Football-Schädel. Wasserkopf. Ja, okay. Einmal noch essen, dann ist er fertig. Wo ich geh drauf. Aber trotzdem kannst du das mal abbauen. Ich mach hier schon Luxus-Kühlschrank breit. Aber ich glaube, du musst ihn gleich passiv setzen. Also mein Luxus-Kühlschrank, der muss hier schon rein, ne? Ich hab den nicht verstanden, Kork, gerade. Du musst ihn, glaube ich, gleich passiv setzen. Warum baust du eigentlich immer noch mit der Kupferspitzhacke ab? Das mach ich. Das ist die Iron, die du mir gegeben hast. Ach nee, warte mal, ich muss ihn noch auswählen. Der hat ja automatisch... Ist das ein Quark, ey. Oh, wie schnell das geht doch. Ja, das ist echt. Die behalte ich übrigens, ne? Dankeschön. Ja, kann ich herstellen. Warum habe ich denn noch keine bekommen? Ich gebe dir übrigens mal meine so lange, damit du wenigstens was hier machen was. Du musst droppen den Stein! Mach mal. Ich dropp ja! Guck mal, mein Tier da unten, da ist 10.000 Stein drin, glaube ich. Der besteht aus Stein. Okay. 10.000 Stein sind bei dir 3 Steine. Alles klar. Ja. Also Dex zählen üben wir nochmal. 1, 2, 10.000. 10.000. Siehst du? Oh, herrlich. Jetzt habe ich mich einmal verbaut. Na toll, jetzt muss ich einen Sandblock setzen. Ich wollte doch Stein haben hier. Mann, Benny, ey. Kannst du ihn eintüten schon? Oder ist er noch angegriffen? Eintüten. Warte. Der ran. Der ran. Nee, irgendwie. Falsche Taste. Ja, ich kann ihn eintüten. Na, dann tüte. Ja. Das hört sich an. Oh, komm mal her. Komm mal her. Nein, ich werde nur wieder gehauen vom Werwolf. Ja, Fungus- Sam den noch direkt mit dem Werwolf. Werwolf kannst du nicht zählen, glaube ich, ne? Nicht? Nee, kannst du nicht. Oder haben sie die... Du kannst gehen und ein Item rausbekommen, für was du einen Trank herstellen kannst. Hier ist ein neuer gespawnt, Raffi. Kannst du mal gucken, was... Okay, ich bin schon fast ganz oben. Hört das Gewitter, hörst du das? Das ist ein Mädchen, Level 37. 7. Hier ist noch mehr. Achtung, Steine kommen hinter dir. Achtung, Steine sind. Die Steine purzeln den Weg rum. Boah, wie schnell arbeitest du? Also, wenn wir ein bisschen mehr Licht hätten, dann könnte ich mal gucken, dass wir vielleicht das Viech nochmal ins Loch ziehen. Achso, warte. Ich hab's 11 Pfeile, hab ich nämlich noch. Ja, aber ich glaube nicht, dass bei 37 damit auskommt. Oh ja, Boden. Ich hab noch 26 Pfeile. Boden? Ja, siehst du. Aua, jetzt hat er mich. Warte, aber er kommt zu mir. Er ist im Loch. Habt ihr noch magische Pfeile dabei, Jungs? Ja, ich habe aber nur noch 6, 7. Ich hab doch gerade 6, ich hab noch 26. Das ist so, das sollte reichen. Weil das ist, aua, noch ein Weibchen. Du wirst die ganze Zeit angehittet. Weiß. Dex, wenn du hier immer so einen kleinen Block Pfeile hast, dann kann ich da keine Treppe hinsetzen. Ja, das ist, macht der automatisch, ich guck ja nur nach oben. Aber der macht automatisch, irgendwie haut der immer weiter unten. Weiß der Geier warum. Ja, vielleicht sollen wir schon mal gucken, ob wir rauskommen. Also, ah ne, du bist auch am Schießen. Auch am Schießen. Ich guck mal. Ich und Dex bauen gerade eine schöne. Ja gut, dann hol ich mal die Pfeile bei euch ab. Ich guck mal, ob ich den Treppenaufgang. Was hier halt der Treppenaufgang. Das ist Schaden. Irgendwas macht Schaden bei euch. Ja, ich bin das. Achso. Hier Schaden macht. Wir haben hier noch ein 37er Weibchen. Ich muss gleich wieder runterrennen. Ja. Oh, nein, ich muss hinterher rennen. Hier, da kommen Steine. Nein! Sie putzen ein bisschen. Kor, das war mein letzter Pfeil. Ja, warte, ich bin dabei. Ich musste immer bis zum Buckel hinterher rennen. Voll lustig, auch wie du hinterherläufst mit dem purzelnden Ding. Und wage das, ich möchte das bloß jetzt nicht lesen. Das war schon. Deck, das ist aber voll langweilig unter der Erde zu bauen. Nee. Hallo, wir bauen die Himmelsleiter nur für... Ah, für den Teufel, okay. Eben nach unten. Hat doch schon umgefallen. Man sieht schon, guck mal, deine Spitzhacke hat schon Blitz. Hat sie Blitze? Naja, Blitz, die funkt jetzt schon durchs Gewitter. Haha, und ich habe den Helm auf. Haha, wer hat das gemacht? Ja, ich merke das auch schon, als die Blitze das hier. Gemacht? Unterirdisch einen Blitzableiter bauen. Ja, wir müssen doch gleich da sein, das gibt's doch gar nicht, ey. Sie sehen gleich das Licht und dann zack, ausgebaut. Ja, ich hab ja eh keinen Job. Ja, bestimmt, wenn ich jetzt gleich rausgucke, werde ich direkt T-Rex vorbei. Ich habe schon Vögel gezwitschert. Auch noch. Oder so. Also ich hab bloß Gewitter und Grau. Du
bist ja auch kein Naturmensch wie ich. Nee, ich weiß nicht, was du für komische Vögel in Italien hast, dass du so klingst. Ich hab. Du wusstest doch, ich hab doch einen Vogel. Ich hab doch einen Vogel. Alles legitim. Du hast mich eingebaut, Mann. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht bewegen? Aber jetzt mal, dann haben wir noch ein Weibchen gefunden, schönes. Ja, bringt eh noch nichts. Züchten ist noch nicht möglich. Ja, aber das ist doch schon mal was. Aber sobald es geht. Sobald es geht, wird alles groß und klein gepaart. Nee, gezüchtet, ja, genau. Mit großer Sputz betrieben. Hey, sag mal, wo ist denn der Ausgang? Pass auf, wenn du jetzt gleich draußen bist, dann sind wir auf dem Schneeberg, auf dem ganz, ganz großen. Das ist mir wirklich schon mal passiert bei Mann! Ein Mann? Ich sehe Schatten. Bei Minecraft. Ich wollte mich auch von unten nach oben durcharbeiten, dann habe ich mich da durch einen ganzen Berg nach oben und da war ich ganz oben auf der Spitze. Ich habe gedacht, das kann doch nicht sein, ey. Hier ist doch schon Erde überall. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt noch nicht draußen bin. Und dann arbeite ich mich da wirklich den ganzen Olymp nach oben. Mann! Ich reiß doch alles ab, wenn du so baust. Was heißt denn so bauen? Ich baue nur schöne Treppen. Das kann doch nicht sein. Wo ist denn... Wir sind doch schon lange oben, ey. Dass die hier direkt an der Ecke schon mal immer spawnen. Jetzt ist Erde. Guck mal, Erde. Das kann Erde. Sein. Achtung, hast du Badehose an? Jetzt kommt nämlich. Erde. Badehose habe ich immer. Schwallwasser. Der Bademeister. Jungs, ihr seid wenig Pech. Habt wirklich gleich in der Tiefsee. Ach, passiert. Quatsch, wieder nicht. Dann läuft das Wasser wenigstens ganz. Oh Gott, ist wirklich Wasser, oder? Nee. Oh, es ist nur blauer Himmel. Ja, habt ihr es geschafft. Freiheit. Oh, der Zerberus. Zerberus. Mein Scherz. Nackte Freiheit, juhu. Wir sind im Parry-Gebiet. Was für da klären, warum die Funkusbestien hier sind. Ja. Weil die spawnen in den Höhen von dem Parry-Gebiet. Vom Blitz getroffen, genau. Guckst du aus dem Scheißloch hier raus, ey, und dann wirst du direkt geblitzdingst. Oh, ist die Kupferspitzhacke scheiße, Dex. Meine Fresse. Siehst du mal, womit ich die ganze Zeit arbeite, womit ihr mich arbeiten lasst. Brauchst du noch eine Eisenspitzhacke hergestellt? Ja, wir haben für alle mal eine Eisenspitzhacke hergestellt. Ich glaube, ich habe auch eine, ich habe die, glaube ich, irgendwie mal gewechselt oder sowas. Und die liegt bestimmt in der Kiste, weil die so nicht so schön aussieht wie die Kupfer. Sechs. Ja. Hast du gedacht, ach, die Kupfer, die ist viel schicker. Nehmen wir lieber die. Okay. Oh, also guck mal, die glitzert so schön. Weißt du was, du kommst doch mit dem Gaukel wahrscheinlich nicht hier durch. Okay, da fliegt Müll runter. Weil ich kriege da so viel Müll runter. Oh Gott, ich mach mal schnell zu hier. Ich weiß, der putzt hier gerade runter. Wer? Schön, war. Der Müll. Der runterputzelt. Ich bin total am Lecken. Jetzt haben wir ein Dings, Müllhalde. Lass mal einfach alles hier runterkullern. Okay, also ich bin ready. Okay, ich muss zumachen, ich muss ganz schnell zumachen. Kommt der hier rein? Oh, der kommt hier rein. Der kommt hier rein. Ich muss zuwarten. Wollte sagen, was habt ihr denn jetzt schon wieder angelockt? Ja, hier ist alles voller Säbelzahntiger. Hey, sag mal, ich bin immer noch geblitzt, Dings. Ich muss das nämlich die Waffe aus der Hand halten. Ah, okay. Komm mit ihnen runter, Dex. Schieße. Ich schmeiße Steine runter. Achtung, sie kommen runter. Guck mal, sie kommen runtergepurzelt. Achtung! Halte sie fest! Mit Magie. Wieso leckt denn das so komisch? Das läuft ganz komisch bei mir irgendwie hier gerade. Ja. Das beim Runtergehen doch ist so. Sie kommen! Wieso sind denn hier Treppen? Fehlen hier Treppenteile? Hä? Hier fehlen. Ich mach die kaputt, okay. Ja, mach kaputt! Der macht seine ganzen Treppen kaputt, die er gebaut hat. Alles auseinander. So, ich bin an der glorreichen Oberfläche. Hä? Und wie genau. Seid ihr denn fertig bei euch mit Zähmen oder? Nee, hey, der ist doch noch da unten. Mädel. Ha, ich bin auf der anderen Seite rausgekommen. Ah! Also du bist rausgeflogen, oder was? Ja. Aber warum? Wir haben doch so einen schönen Weg gebaut. Boah. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Wüste? Das können wir dir nicht sagen. Hahaha. Ich finde euch sowieso wieder. Gelügte Lüge. Wo ist mein hier? Meine. Okay, Treppen sind wieder ersetzt. Ich würde mal sagen, die Bestie braucht noch einen Moment. Ich hole mir kurz mal was zu trinken. Bin gleich wieder da. Ich komme gerade Kisten runtergeflogen. Ich mache mal den Weg nach oben ein bisschen weiter, damit ich. Kann der wenigstens hier rein oder nur vom Kopfhöhe nicht? Der Gargoyle, versuch mal hier reinzufliegen. Ich glaube, der kann gar nicht rein. Zwei Felder kann er nicht rein? Nee. Shit.
ist zu breit dafür, der ist ein so hier. Mit dem Gargoyle ihn durch den packen doch einfach ein, schmeißen den oben ganz schnell wieder raus. Guck ich mal, ob keiner guckt. Ach, achso, ich hab mir eingepackt, dann müsste ich glaube ich das ganze Zeugs aufheben, ne? Oh Gott. Ja. Guck das mal an, das kann sich. Das kriegt doch kein Mensch mehr getragen, ne? Ungus Bestiensattel. Jupp. Das kriegt doch kein Mensch getragen. Lass liegen. Nee, guck mal, was ich da alles rausgearbeitet habe hier. Das ist Copper, Iron. Das ist aber auch nicht. Das können wir doch jetzt herstellen. Ich mit das ja, warte, das nehme ich mit. Das kann ich voll mitnehmen und die zwei Fässer. Das kann ich auch. Dann mehr geht aber auch nicht. Warum hast du denn hier die Treppen nicht weitergebaut, du faules Stück, du? Heißt hier faules Stück? Immer werden die. Was ist denn das für eine Arbeit hier? Ist das Laufen ist so buggy gerade. Wieso leuchtet denn das so schön da hinten? Also, ihr habt ja da in dem nächsten Loch auch noch was reingeschmissen. Die waren hier zähmütig, die haben Akuma gemacht. Wir haben eine auf Akuma gemacht. So, Herr Dexen, ich hoffe, Sie sind zufrieden. Für mein Geld. Sehr schön. Wieso laufe ich so komisch? Keine Ahnung, habe ich gerade auch, dass ich so richtig buggy laufe. So. So zappeln, ne? Mhm. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben einen Schlaganfall. Ja, wenn wir ja ganz ehrlich, hier oben haben wir ganz sicher einen Schlaganfall bekommen. Ne? Zu oft geblitzt, Dingst. Ja, aber hallo. Wir haben jetzt bestimmt so Zuckungen im Gesicht. Oh, ich brauche Leder und Silberbarren. Haben wir Silberbarren? Oh, wir volle haben Silberbarren. Ich wollte oben eigentlich noch so ein bisschen sichtbarer bauen, aber die wollen da oben irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, ich bin noch gar nicht so. Schmeiße ich das Clay dann eben doch weg. So, wenn ihr so wollt, dann mache ich das eben. Ja, ich kann wieder besser lacken. Jetzt kann ich wieder flüssig lecken. Abstottern. Das Leder. So, zwei. So, jetzt kann man sich in den Kopf nicht mehr stoßen. Da und. Du hast Kopfschmerzen sicher. Hast du Aspirin-mäßig gebaut? Ja. Über mit Styropor ausgedichtet, abgedichtet. Ausgedichtet. Umgedichtet. Hinweggedichtet. So, ich habe auch drei Sättel schon gebaut. Vor allem kann man die Dinger reiten. Ich will mal wissen, wie schnell die sind. Die sind bestimmt voll langsam. Er hat ein bisschen einen hohlen Blick. Hä? Ja, so, mit dem Mund auch offen, so, ey. Oh, schnellsten sind sie nicht. Kannst du mal reingucken, was er kann? Ja, Laser. Schießen kann er. Laser. Ja, nicht Laser, also nicht so ein Laser wie er. Du machst so einen Schuss halt. Kann er irgendwas sammeln? Jetzt bin ich schon wieder geblitzt, Dings worden. Jetzt hab ich mich mal gerade von meinem Dings. Blitzdings erholt und kriegt direkt mal wieder eine. Gott, er ist aber wirklich langsam. Ja, es ist, glaube ich, auch nicht kein Reittier, ne? Es ist einfach nur da. Sehr behäbig. Irgendwas kann er doch bestimmt. Was ist denn das? Das ist nämlich ein Baum hier, ne? Mal gucken, ob ich euch auf Anhieb wiederfinde.
Schuft. Uff, uff. So, ich habe das mal gekennzeichnet, unsere Höhle hier. Mit einem Kreuz. Kreuz? Nämlich, hier gehen wir auf Kreuzzüge. Hast du die Flagge aufgestellt? Hier gehen wir auf Kreuzzüge. Oh, hier steht ein Gargoyle. Was für Level hast denn du? Direkt neben uns. Oder bist du neben mir? Gleich mitnehmen. Level 11, komm mir über am Arsch lecken. Das ist genau das gleiche Level, wie ich das letzte Mal auch hatte. Ich will was Richtiges. Oh, ich guck mal, ob ich einen finde. Was Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade. So, Mr. Gargoyle. Sind Sie hier irgendwo? Ich bin schon wieder geblitzt, blitzt, zickt, bums, dingst. Ja, ich hab eine Spitzhacke in der Hand. Ja, das sollte ich nicht. Ja, nein. Ja, hallo wieder. Was denn jetzt? Bitte? Mach erst mal. Hm? Wie, was, wo? Danke. Ich nichts verstehen. Ist ja doch nicht ganz so wild. Auf Wiedersehen. Ich glaube, ist besorgt und ein Toast mit Mortadella. Ich glaube, ihr redet mit uns? Tue ich. Achso, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. So ein Toast mit Mortadella oder so? Redest du mit uns? Nein. Da hätten wir wieder, du wagst es mit mir zu sprechen. Ah, da. Du wagst es einfach, Toast mit Mortadella zu erwähnen und willst nichts abgeben. Und hallo? Ich kann dir was per Post schicken. Aber ja, es ein Ankommt, ey. Ja, in Italien müsst ihr doch genug Mortadella haben. Genau. Aber kein Döner. Kein Mortadella. Komm mal kurz runter, Benny. Ich muss dir was erzählen. Komm mal ruhig hoch. User was banned from the server. Guck mal, ich hab uns hier auch sowas wie hier, also so einen kleinen. Hast du einen Treppendingsbums hier? Kann ich ja selber machen. Ja, die kosten einen Stein. Da vorne ist ein Gargoyle. Level 11. 28 habe ich gerade einen in der Angel. Oh. Wow. Bist du auch geblitzt, Dings worden? Ja, kann man. Hast du rein zufällig ein bisschen Holz oder sowas? Oh. Aua! Stimmt. Oh. Mit der. Aua. Ja, das tut weh. Ja, damit kann ich hier auch keinen Schaden machen, leider. Also auf das mal. Ich mach mal kurz. Wo ist hin? Oh, weg! Wieso bin ich denn so langsam? Das kann nicht sein, dass ich nur zwei Steine drin habe. Das ist noch dieser Gargoyle oder was, der so mega schwer ist. Oh, Mann. Frisst der Gargoyle eigentlich auch normales Fleisch? Ja. Ja, war nicht, ne? Hatten wir auch nämlich das gemacht letztens. Aber ich kann mal. Benny, was hältst du davon, wenn wir gehen? Oder Ruffy, oh, du hast die ganzen Treppen wieder kaputt gemacht. Tut mir leid. Also, eine Pastete. Ja, du, ich war hier oben. Also fällst du nochmal runter. Ich war schneit gerade. Wie sieht's aus, Ruffy? Bist du eigentlich schon fertig da unten? Ist gleich durch die Bestie. Du kannst ja die Treppe einfach hoch, ne? Also ne, du bist ja mit Flugdingsbums. Oder du packst sie alle ein, aber das schaffst du, glaube ich, nicht mit dem Tragen oder so, ne? Ich weiß jetzt nicht. Nö. Ja, dann müsstest du irgendwas da lassen. Also. Ich würde hier gerne ein Bett bauen. Ich kann nicht laufen, ey. Ich bin nur am Lecken. Das ist aber irgendwie von dem Blitzzeugs hier.
Nein, ich bin der Fogen und ich hab nichts zu essen. Ich hab was zu essen. Ich geb dir was, ich geb dir was. Drop me that food. I'm hungry. Drop it like it hot. I'm fallen and I can't get up. Wait. Das muss man ja usen, ne? Uns geht raus. Okay. Willst du rauf? Vielleicht kann ich ja auch hochwegen. Hoch? Hey, was machst du? Wo will der hin? Du Drops. Nee. Hey, was macht denn der? Ich leider nicht breit genug die Treppe. Bleib doch mal stehen, du blödes Vieh. So, jetzt aber. Ich glaube, er müsste ein breiter sein. Oder zwei, dann könnte ich durch. Weißt du den Weg zurück oder soll ich lieber fliegen? Ich bin. Ich bin doch der Dex. Man findet aber auch einen Weg raus. Ja. Ja, wir müssen einfach nur in die Richtung, genau. Also einfacher geht's nicht, ne? Nee. Wollte sagen, kommt ihr jetzt noch wieder runter oder soll ich? T-Rex! Nee. Jetzt selbst wird die Höhle wieder raus. Das ist ein T-Rex. Wo? Links. Links? Im Wasser. Oh. Findest du den Weg dann raus, Raffi? Ja, irgendwie sollte ich den Weg schon rausfinden. Ich hab mich ja vollkommen verflogen. Level 13. Mission. Aber ich mach jetzt mal hier so eine Bremslandung. So, ich will mir den jetzt noch einmal angucken und dann muss ich mal schnell die Aufnahme stoppen. Wir sind ja schon. Da bitte, ich hab mir extra schon ausgepackt. Oh Gott, ich kann mich nicht schwimmen. Maximal Geschwindigkeit. Warp 1. Farmt er wenigstens? Nein, farmt er. Ich hab was gefunden. Springt du da auch nicht? Ich habe euch auch gefunden, direkt unter mir. Nein, ich habe was gefunden. Ich habe die Glühwürmchenlampe gefunden. Ich bin direkt unter. Hab ich auch schon. Oh, cool. Ja, ich sehe es. Butterfly. Und wie kommst du raus? Das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade sagen, darf ich bitte nicht nach oben, sonst stehst du fast mitten drin bei uns. Also hässlich ist er ja schon, ne? Aber irgendwie auch schon nett. Hier ist ein hässlicher Fisch, du bist ein hässlicher Fisch. War mein hässlicher Baubausteller. So hässlich, dass alle Leute starben. Ende. Okay, Leute, wir sind schon wieder mega über Folge. Und damit sage ich dann mal bis zur nächsten Folge und tschüsseldü. Tschüsseldü. Dann bis dieser wieder rausgeschafft haben. Immer kein Stress. Dieser Sputz.